Hallo zu meinem heutigen Video. Ja, ich bin wieder zurück aus meinem Niederlande-Urlaub. Ich war in Frankreich, ich war in Luxemburg, Belgien und Holland. Habe circa 10 Tage lang durch die Gegend gereist und circa 2000 Kilometer gemacht. Vor meinem Urlaub habe ich hier ein Paket bekommen von dem lieben Daniel Nietzsche. Wenn ihr seinen Kanal noch nicht kennen solltet, dann verlinke ich ihn mal. Geht mal bei ihm vorbei und schaut euch die Videos von ihm an und vielleicht spricht sie euch an. Dann könnt ihr den lieben Daniel gerne auch abonnieren. So, Daniel hat mir hier vorab schon mal, dass ihr das wisst, die GoPro 12 geschickt. Ich habe lange Zeit GoPro auch eingesetzt. Meine letzte gekaufte GoPro war die GoPro 8. Und ja, ich habe auch noch die GoPro Max. Also mit beiden Kameras habe ich so vor 2-3 Jahren gevloggt, habe auch die Kameras vorgestellt. Aber da ich ja grundsätzlich ein sehr, sehr ehrlicher Mensch bin und meiner Community auch eine gewisse Verpflichtung habe, musste ich dann leider feststellen, dass die GoPro 8 bei mir auch zumindest nicht stabil gelaufen ist. Ihr müsst jetzt auch so sehen, ich bin seit 1984 mit Technik unterwegs. Ich bin ein absoluter Technik-Fan, bin auch in der IT-Branche und kenne mich so ein bisschen mit Hardware und Software aus. Und ja, ich bin mir auch bewusst, dass 4K 60 Frames in so einem kleinen Gehäuse, wenn man da stundenlang aufnimmt, dass sich da die Hardware erhitzt und dann irgendwann mal Not ausschaltet, bevor sie verbrennt. Das ist mir schon alles bewusst. Ich sage immer nur eins, bei mir kommt immer eben der Aspekt, wir zahlen so viel Geld für so eine Kamera, dann noch im Bereich Action und dann darf die nicht ausfallen. Das ist meine Aussage, das ist, erwarte ich als Kunde, dass hier die Software aktualisiert und stabil läuft und da darf die nicht ausfallen. Und es ist mir total egal, was für eine Marke es ist. Das kann DJI sein, das kann GoPro sein, das können aber auch alle anderen Hersteller sein. Wenn diese Hersteller sagen, eine Actionkamera 4K, 60 Frames, 120 Frames, sollte diese Kamera, die darf warm werden, so ist es nicht das Thema, aber sie sollte nicht ausschalten müssen, dann schraube ich lieber die Auflösungen runter, mache nicht so große Werbetrommeln und habe dann aber ein stabiles System. Weil ihr müsst überlegen, manche Dinge in der Action-Szene könnt ihr nicht wiederholen. Ein Fallschirmsprung, wo jemand euch geschenkt hat und ihr, ja, sage ich mal, nicht noch einmal 200 Euro für einen Fallschirmsprung zahlen möchtet und ihr möchtet es aufnehmen und dann fällt euch, sage ich jetzt mal, eine Actionkamera aus. Kann ich mir jetzt beim Fallschirmspringen nicht vorstellen. Da gibt es genug Kühlluft, um die Kamera auszukühlen, aber ich sage jetzt nur mal als Beispiel. GoPro Max fand ich damals eine super Kamera. Ich war jetzt auch mit der Software dann irgendwann mal auch zufrieden. Die haben sie dann stabil hinbekommen. Verstehe gar nicht, warum GoPro da nicht weitermacht. Die haben komplett sich da zurückgehalten und ich glaube, Insta führt da tatsächlich mit ihren 360-Grad-Kameras. Da finde ich schade, dass GoPro diesen Weg nicht weitergegangen ist. So, und seit kurzem habe ich die DJI Action 4 hier, habe auch schon ein Video gemacht dazu im Vergleich zu der Osmo Action 1. Und ja, da ist einiges gegangen. Ich war jetzt mit dieser Action-Kamera 10 Tage auch unterwegs, habe sie immer wieder eingesetzt, auch mal sehr lange Aufnahmen gemacht. Und ich muss sagen, sie ist mir nicht einmal abgestürzt. Ich muss jetzt erstmal die ganze Bildqualität und die Informationen mal aus der Kamera rausholen und dann auf dem großen Display mir anschauen. Aber alles, was man so auf dem kleinen Display sieht, die DJI Osmo Action macht einen hervorragenden Job. Vor allem, sie läuft stabil. Das habe ich natürlich auch in den sozialen Medien und so immer wieder erwähnt. Und dann, ja, da der Daniel Nietzsche mit GoPros immer gute Erfahrungen hat, und ja, wir irgendwann mal gesagt haben, komm, ich will deine GoPro 12 testen.
Also diese GoPro 12, die ich hier habe, dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich beim Daniel. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist eines der Dinge, die ich bei YouTube mit meinen Videos wirklich, wirklich sehr, sehr schätze, dass ich in meiner Community lauter solche Menschen habe, die total in Ordnung sind und auch großzügig und dann sagen, hey komm, ich habe zwar eine neue Kamera, die hätte ich lieber selber jetzt in meinen Ausflügen mit dabei, aber komm, nimm und teste sie. Weil, klar, wenn ich halt immer wieder mal meine negative Erfahrung äußere, dann fühlt sich vielleicht der ein oder andere von euch ein bisschen angesprochen. Wenn das so war, dann tut es mir leid. Das war nie meine Absicht. Ich öffne mal, mache aber die zweite Kamera hier an. So, ich öffne mal das Päckchen hier. Vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand, aber sehr, sehr vorsichtig. Adressen und so habe ich natürlich weggemacht, Leute. Ihr braucht das euch nicht bemühen. So gut verpackt. Und hier die Tasche von der GoPro. Ich schaue mal, ob da noch irgendwas anderes ist. Nein, also werde ich hier nichts verpassen. Mir ist es nur wichtig, dass die Verpackung bestehen bleibt, weil der Daniel bekommt die Kamera natürlich zurück. Er braucht sie demnächst wieder. Ja, und ich habe wirklich wegen dem Urlaub, ich hätte jetzt schon seit 10 Tagen ja, die GoPro hier testen können. Ich mache mal hier das hier auf. Und hier liegt mal. Ja, er hat das richtig, richtig perfekt gemacht. Ja, klar. Ist ja auch nicht günstig. Ja, ich zeige euch gleich mal, was er mir geschickt hat. Ich sehe es ja jetzt auch zum ersten Mal, Leute. Also, puh. Erstmal, ja, den GoPro-Griff. Da ist, glaube ich, der Zusatzakku. Und ja, das ist, denke ich mal, eine richtige Bereicherung. Ist auch gleichzeitig ein Stativ. Hatte ich jetzt vom GoPro noch nie zu meinen Kameras mit USB-C-Schnittstelle zum Laden, vielleicht auch zum Steuern. Ich lege es mal hier hin. Ja, und gleichzeitig ja, habe ich jetzt dann, nehme ich mal das nächste raus. Ah ja, hier das die Batterieladefach, da kann man zwei Batterien parallel laden über USB-C-Schnittstelle. Dann hat er mir 2 Akkus gesendet. Das sind, glaube ich, diese Power-Akkus, diese mit den weißen. Die lege ich mal auch auf die Seite. Jetzt sehe ich nochmal Zubehör. Das ist der Lens. Da hat er gesagt, ich soll das sehr, sehr der Max Lens Mode. Max Lens Mode 2.0. Hier sehr, 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 sehr sensibel. Soll ich bitte darauf aufpassen? Hat ihm noch extra gesagt, werde ich auch tun, Daniel. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass du es auch unversehrt wieder zurückbekommst. Hier haben wir nochmal irgendwas mit so einem Adapter. Das ist eine Klappe von der GoPro. Das sehe ich jetzt schon. Kenne mich ein bisschen aus, weil ich ja die GoPro 8 auch hatte. Ich hatte die 7, die 6, ich hatte die 5. Ich hatte auch diesen viereckigen, wie hieß denn nochmal, Session, GoPro Session. Die lief übrigens stabil, aber alle anderen GoPros, die ich hatte, die hatten irgendwelche Probleme, SD-Kartenprobleme, Überhitzung. Ja, leider, leider war ich einer derjenigen, der immer wieder eine GoPro hatte und mit der GoPro eigentlich nicht 100% zufrieden war. Und da hat bei mir einfach DJI mit der Osmo Action und auch der Action 3 und Action 4 wirklich einen guten Job gemacht. Die Action 2 war mit dem modularen Prinzip, fand ich jetzt nicht so prickelnd bei DJI. Kann ich auch offen und ehrlich sagen, ich habe die immer noch. So, jetzt habe ich hier die GoPro 8. Ich hebe sie mal hier in die Seitenkamera, ich weiß nicht, hier auf die Seitenkamera. Ja, und ich kann sie auch mal jetzt hier hinhalten. Ja, also, ja. Ich halte auch mal die anderen Zubehöre, die er mir gesendet hat, euch in die Kamera.
Und auch hier mal, dass ihr es einfach mal gesehen habt. Ja, auch der Lenz hier, also wirklich, also sagen wir mal so, ohne es zu übertreiben, hochwertig fühlt sich das alles an. Es kostet ja auch ein bisschen. Jetzt ist ein bisschen hier der Puschel eingedrückt, Daniel. Das ist also nicht von mir. Ich zeig's mal oder in die Kamera. Ich weiß nicht, wie man es besser sieht. Hier, ja. Der Puschel ist auf jeden Fall eingedrückt. Ich guck mal, ob da noch schon ein Akku drin ist. Da ist ein Akku drin. Er hat die GoPro für mich auch zurückgesetzt. Ich werde mich danach hier mit meinen Daten einwählen. Und ja, mache jetzt schon mal die deutsche Sprache rein. Ja, dazu mache ich vielleicht nochmal ein Video. Ich lasse das mal so, wie es ist. Erstmal vielen, vielen Dank, Daniel. Nochmal, nicht erstmal, sondern nochmal. Vielen, vielen Dank. Und das ist auch etwas, was YouTube mir tatsächlich zurückgibt. Ich habe nie mit YouTube ein zweites Standbein, finanzielles Standbein aufgebaut. Es war immer nur ein Hobby. Ich habe über YouTube sehr, sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt. Die habe ich auch persönlich getroffen. Manche von ihnen sind sogar Freunde geworden. Ich hatte eigentlich durchgehend nur positive Erfahrungen. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die mir YouTube zurückgegeben hat. Genau auch sowas ist für mich absolut nicht selbstverständlich. Aber ich habe auch andere Dinge, auch schon mal Magnetfilter von Daniel bekommen. Mir hat aber auch schon der Guido, der Zitronenkoyote, meine Taschenlampe geschickt zum Testen. Ich habe aber auch mal von einem ganz anderen User die GoPro Hero 9 bekommen, wobei die auch abgestürzt ist, nicht oft, aber auch. Und ja, hier werde ich natürlich jetzt auch mal einen Langzeitstest machen. Ich werde diese GoPro praktisch auch mal einfach laufen lassen. Vielleicht auch im direkten Vergleich zu der DJI Osmo Action 4, wenn ihr möchtet. Ich kann aber auch ja, die GoPro 12 mal mit der 8er vergleichen. Falls ihr eine 8er habt und eben ja, daran denkt, mal vielleicht eben wieder zu updaten, dann wäre das Video vielleicht für euch hilfreich. So, was sagt ihr zu dem Thema GoPro, Actionkamera, DJI Actionkamera oder diverse andere Hersteller? Da gibt es auch ganz, ganz viele andere gute, muss ich sagen, die eben, über die redet man einfach zu wenig. Wie zufrieden seid ihr mit eurer Actionkamera? Vloggt ihr mit eurer Actionkamera? Oder ja, wie steht ihr zu dem Thema Stabilität, Abstürze? Seid ihr da, wo sagt, ach Mann, wenn die GoPro mal abstürzt, ist egal, da ziehe ich mal den Akku raus und dann ist wieder gut? Oder ist es ein No-Go für euch? Das würde mich interessieren. Ja, einfach alles in die Kommentare schreiben. Das war's. Ich wollte mich einfach bedanken. Die nächste Zeit mache ich mal ein, zwei Testvideos zu der GoPro. Dann kommen auch meine Niederlande-Videos. Dann habe ich auch ein paar Fotowalks gemacht mit der Sony G200-600. War wieder mal auf Vögelfotografie ja, unterwegs. Ihr merkt, ich bin ein vielseitiger Mensch. Bei mir gibt es Technik, bei mir gibt es Wandern, bei mir gibt es Campen, bei mir gibt es Fotografie. Ja, und demnächst sind auch ein paar Livestreams wieder geplant, auch mit dem lieben Daniel. Da werde ich in der Community-Tab bei YouTube demnächst eine Ankündigung machen. Ja, alles mal hier vorab in einem Satz ganz, ganz schnell gesagt. So, ich danke euch fürs Einschalten, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Murat.